Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen den Eispiraten Krimitschau und den Krefeld-Pinguinen hier in der Jaila Arena. Wir sprechen über das 2:1 für die Gäste mit mir hier im Presseraum, um über diese Ergebnisse zu sprechen. Zu meiner rechten Jussi Torres, der Cheftrainer der Eispiraten, und zu meiner linken Thomas Popisch, der Cheftrainer der Krefeld-Pinguine. Jussi, the first word belongs to you. Yeah, obviously really happy to get back on the winning ways. We were losing six in a row straight there, so we needed this one. Coming in here, we knew this building is tough. Krefeld's been scoring the most goals and allowing the second least, so we needed to keep it low-scoring game to give us a chance. Our goalie was excellent today, Snyder, from the first minute on. He was making sure that we have a chance to win today. And then just, we found our bounces. We got lucky a couple times, a couple big chances for Krefeld, and they were not able to get it in. And for us, the scoring has been a little bit difficult for now, but hopefully we can turn it on from here. Thank you. Yeah. Coach Torres sagt, dass er natürlich erleichtert ist, seine Mannschaft nach so vielen Spielen jetzt dann auch wieder ein Erfolgserlebnis in Form von Punkten. Man wusste hier, dass Krefeld eine Mannschaft ist, die sehr, sehr viele Tore selber schießt und sehr wenig selber zulässt. Aus dem Grund genau eigentlich die gegenteilige Grundlage bei den Eispiraten. Trotzdem denkt er, dass die Mannschaft heute ein sehr, sehr schlaues Auswärtsspiel gespielt hat. Hat natürlich die glücklichen Bounces auch auf seiner Seite gehabt. Und das Ganze durch einen starken Christian Schneider im Tor hat dann im Prinzip am Ende dazu geführt, dass man hier heute die zwei Punkte wohlgemerkt mitnehmen darf. Danke, Jussi. Thomas, ebenso deine Einschätzung zum Spiel. Als erstes nochmal an Jussi und Krimitschau Glückwunsch zum Sieg. Ist das genau richtig gesagt, schlaues Auswärtsspiel, glaube ich, aber auch eine Qualität, und hat man auch wieder bei der Krimitschauer Mannschaft gesehen. Man weiß nicht, warum sie den Saisonstart so ein bisschen oder nicht so hinbekommen haben, aber sie haben eine hohe Qualität, technisch sehr gute Spieler, und so haben wir immer Probleme gehabt. Und wir wollten natürlich auch nicht hier so ein offenes Spiel anfangen, sondern wir wollten sehr kontrolliert spielen, denn in Ozon Chancen kreieren. Es ist uns teilweise gelungen, und dann haben wir aber die Chancen gerade im ersten Drittel und dann auch im zweiten nicht reingemacht, und dann geht so ein Spiel dahin. Dann schießen wir das eine Tor, was so ein bisschen befreiend sein sollte, und auf einmal sind wir wie gehemmt und haben unnötige Scheibenverluste im eigenen Aufbauspiel, und einen davon nutzt natürlich dann auch noch Krimitschau. Aber das hatte sich so angedeutet, 3, 4, 5 Minuten, dass wir da einfach, weiß ich nicht, ob da der ein oder andere zu ängstlich war oder was das Problem war, sondern du musst einfach klar und strukturiert weiterspielen, dass der Gegner sich immer wieder Chancen erarbeitet, weil er auch eine Qualität hat, das ist auch klar. Gut, dann geht es in die Verlängerung. Auch da waren wir meiner Meinung nach zu zögerlich und haben dann trotzdem eine Riesenchance im Gegenzug. Ist nicht so, dass wir den Zweikampf verlieren, sondern wir helfen dem Spieler nicht hinterm Tor. Und das ist so eine Sache, da müssen wir einfach dran arbeiten, dass wir in jeder Sekunde konsequent arbeiten für den anderen, damit wir auch als Mannschaft weiterkommen. Danke dir. Gibt es Fragen seitens der Presse? Das sieht heute nicht so aus. Dann darf ich mich bei beiden Trainern bedanken. Danke, Thomas. Jussi, thank you and good to have a safe ride home. Ja, und für uns geht es dann am Sonntag weiter. Und wir sehen uns hier in Krefeld wieder am kommenden Freitag. Dann danke fürs Treubleiben und bis dann. Ciao.